Willkommen zurück bei Medieval Dynasty und wir sind im Dorf Tutki angekommen. Wie in der vergangenen Folge erwähnt, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Reinschalten in der vergangenen Folge. Vielen lieben Dank auch wie immer für die ganzen Daumen. Und ich möchte jetzt dieser Quest nachgehen, Unigosts Geschichte, liefere 1000 Baumstämme. Da muss ja ein Haken an der Sache sein und das möchte ich gerne heute mal gemeinsam mit euch angehen. Ansonsten hat sich im Dorf ein kleines bisschen was getan, nur Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Ich habe unter anderem den Tonbewurf an dem Haus komplett voll gemacht und habe auch mal unser Häuschen mit Kalkstein so ein bisschen bearbeitet. Zeige ich euch aber dann, wenn wir zurück in unserem Dörflein sind. Jetzt möchte ich erstmal schauen, was es mit diesen 1000 Holzstämmen auf sich hatte. Und hier sind die Esel, da können wir ja schon mal gucken. 2275 für einen Eselfohlen. Also sind wir ungefähr bei 5000 insgesamt. Ne? Was kostet ein ausgewachsener Esel? 3250. Also da können wir ordentlich Geld sparen, bis wir uns da was leisten können. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist er, der Wohlrat. Bin ich mal gespannt. Hallo Wohlrat. Was beschäftigt dich, Rudolf? Nur um das klarzustellen, das mit den Holzstämmen war ein Scherz, oder? Was meinst du damit? Die Wölfe sind... Gut, du hast mich erwischt, ich wollte dich veralbern. Aber es gibt tatsächlich etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Du musst eine Kuh für mich töten. Ja, habe ich mir doch gedacht. Also das mit den 1000 Baumstämmen war doch schon ein bisschen arg heftig. Richtig. Wurde sie des Hochverrats für schuldig befunden? Sie hat sich bestimmt mit diesen Wölfen gegen uns verschworen, hm? Ich fürchte, dieses Mal ist es kein Scherz. Wir haben diese Kuh vor ein paar Jahren gekauft. Ihr Name ist Marila. Sie hat schon vor einer Weile damit aufgehört, Milch zu geben. Meine Frau besteht jetzt darauf, dass wir sie schlachten, weil das Fleisch bald nicht mehr genießbar sein wird. Aber ich kann das einfach nicht. Sie ist mittlerweile fast zu einem richtigen Familienmitglied geworden. Die Kinder sind zusammen mit ihr aufgewachsen. Wir blicken auf so viele gemeinsame Erinnerungen zurück. Viele gemeinsame Erinnerungen? Mit einer Kuh? Oh, sei nicht so. Du weißt, was ich damit meine. Kannst du sie töten? Mach es nur irgendwo, wo ich es nicht sehen muss. Ah, ich bin eigentlich auch kein Freund von Tiere töten, ne? Ich will deine Kuh nicht töten, Mann. Ja, aber wir helfen ihm mal. Ich meine, es ist schwierig für ihn, ne? Man kann sich das ja vorstellen, wenn man so eine Beziehung zu so einem Tierchen hat. Auch eine Kuh. Ich mag Kühe auch. Aber, ja. Sprich mit Amanda. Wo ist denn Amanda? Da ist Amanda. Hallo Amanda. Hallo, du bist Wohlrats Frau, nehme ich an. Das bin ich, Amanda. Du bist? Mein Name ist Rasimir. Ich bin Jordans Neffe. Oder ich war es. Das tut mir so leid, Schätzchen. Ich bin deinem Onkel nie begegnet, aber Wohlrat und er waren enge Freunde. Womit kann ich dir helfen? Eigentlich bin ich hier, um dir mit deinem Problem zu helfen. Wohlrat hat mir von Marila erzählt. Oh, du wirst diesem erwachsenen Kleinkind also dabei helfen, sie zu schlachten? Ja. Endlich. Vielen Dank. Beeile dich besser, bevor mein zimperlicher Ehemann sich doch noch anders überlegt. Das werde ich. Okay. Kümmere dich um die Kuh-Angelegenheit. Wie gut, dass wir einen Bogen dabei haben. Ist zwar kein ordentliches Schlachtmittel, um eine Kuh zu schlachten, denke ich. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wo muss ich denn hin? Wo ist denn die Kuh? Wir müssen mal ins Tagebuch schauen. Kümmere dich um die Kuhgelegenheit. Ich bin so froh, dass ich nicht wirklich versucht habe, diese unmenschliche Aufgabe zu bewältigen. Was mich stattdessen erwartet, ist zwar auch nicht unbedingt viel angenehmer, aber zumindest ist es eine richtige Aufgabe. Ja, also das mit den Stämmen hat sich ja direkt erledigt. Aber jetzt frage ich mich, wo die Kuh ist. Muss ja hier irgendwo sein. Das ist die Scheune. Oh, guck mal, die haben das hier auch schön gebaut, dieses Gehege. Und die Eselchen drin rum. Weil der Zaun natürlich auch schön aussieht. Ach, da liegt sie. Oh. Ach, du bist Marila. Kann ich es mir nochmal anders überlegen? Ach.
mach's ungern, Leute. Ich mach's wirklich ungern. Ich mag sowas eigentlich nicht. Ich denke, sie ist schnell gestorben, oder? Kann ich sie gleich häuten? Ach, Kuh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, die verschwindet jetzt nicht, wenn wir mit ihm reden. Okay, war eine blöde Aufgabe. Mache ich nicht mehr sowas. Wie ist das gelaufen? Ich habe sie getötet. Also du hast es wirklich getan. Ist es das nicht, was du wolltest? Was ich wollte? Nein, aber scheinbar musste es wohl so kommen. Wie wäre es dann mit einer Geschichte über die Meute? Aber selbstverständlich doch. Abgemacht ist abgemacht, mein Freund. Bevor ich Jordan und die Meute traf, da war ich, man könnte mich wohl einen Glücksspielkünstler nennen oder einen professionellen Würfelspieler. Aber es wäre wohl einfacher, mich als bescheidenen Betrüger zu bezeichnen. Ich reiste von Gasthaus zu Gasthaus und dort benutzte ich meinen speziellen Würfel dazu, mir durch Schummeln etwas Geld zu verdienen. Mein Vorgehen war dabei recht gut, aber Jordan durchschaute mich sofort. Seine Augen brannten förmlich ein Loch in meiner Hand, während ich die Würfel austauschte. Als ich es wagte, in seine Richtung zu blicken, da lächelte er mich an. Er sagte kein Wort, obwohl er verlor und genau wusste, dass ich betrogen hatte. Er bezahlte, schüttelte meine Hand und stand von meinem Tisch auf. Das weckte meine Neugierde, wie noch nie etwas zuvor. Also folgte ich ihm. Als ich beobachtete, wie er sich mit der Meute traf, folgte ich der Gruppe. Ich weiß gar nicht, wann ich Sambo aus den Augen verlor, aber plötzlich packte er mich von hinten. Dieser Riese brauchte nur eine Hand, um mich am Hals ein Stück vom Boden zu heben. Drohte, er würde mich töten, sollte er mich auch nur ein einziges Mal wiedersehen. Das musste eine Heidenangst gemacht haben. Das Klügste wäre gewesen, so schnell wie möglich das Weite zu suchen, weit weg von diesen Leuten. Aber ich war noch nie klug, also folgte ich ihm weiter. Beim nächsten Mal unterstrich Sambor seine Drohung mit ein paar Schlägen. Auf meinem rechten Auge konnte ich 2 Wochen lang nichts sehen, aber ich gab nicht auf. Das wurde ihnen mit der Zeit so lästig, dass sie dazu übergingen, mich einfach zu ignorieren. Irgendwann störte es sie nicht mehr, dass ich ihnen folgte. Dann, dass ich neben ihnen ritt. Dann in ihrer Mitte. Also fing ich an, mein Lager bei ihnen aufzuschlagen. Mit ihnen zu essen. Irgendwann, eines Tages, als ich mit ihnen eine Schenke ging und mich an den Tisch setzte, da hob Jordan mir einen Becher und einen Teller hin. So wie er es für alle anderen auch machte. Unigost fragte mich nach meinem Namen und damit hatte ich es. Ich war Teil der Familie. Also warst du ein streunender Hund, der einfach nicht weggehen wollte. Genau das. Ich weiß, wie dumm das klingt, erbärmlich sogar. Aber rückblickend war das die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Sicher, sie machten sich von Zeit zu Zeit über mich lustig, behandelten mich am Anfang anders. Ich war der Jüngste, aber nach einer Weile fühlte ich mich wirklich als einer von ihnen. Und ich wusste, dass sie mich lieben. Das ist wirklich schön. Ich werde nie meinen ersten Einsatz vergessen. Wir brachten eine Gräfin dazu, ihren Landsitz einem Waisenhaus zu überschreiben. Es war großartig. Ich war begeistert und gleichzeitig fühlte ich mich gerecht, wie ein sehr ehrenhafter Betrüger. Anstelle von Schuld fühlte ich mich, als hätte ich wirklich etwas Wichtiges erreicht. Und ich hatte es gut gemacht. Selbst die Jordans rechte Hand fand, dass es so war. Du meinst Unigost. Unigost? Nun. Er und Jordan waren ohne Frage wie Brüder. Aber ich glaube, allen war klar, dass Kestrel den zweithöchsten Rang in der Gruppe innehatte. Kestrel? Wer ist das? Sie haben dir nicht von ihr erzählt? Gut, dann werde ich das auch nicht tun. Die Geschichte muss jemand anders erzählen. Du solltest gehen und mit Unigost darüber sprechen. Das werde ich. Es war mir eine große Freude, dich kennenzulernen, Wolrad. Für mich ebenfalls, Jordan. Hätte dich gemocht. Da bin ich sicher. Bis zum nächsten Mal, Ratatouille. Bis zum nächsten Mal. Okay. Also, wieder was dazugelernt über die Meute. Und die Kuh, die liegt noch da, dann können wir die auch häuten. Du sollst ja nicht umsonst gestorben sein. Zehn Fleisch, 5 Leder. Das hat sich doch gelohnt. So, und dann gehen wir mal fix noch baden. Sehr schön, dann können wir uns gerade nochmal umgucken, ob da nicht noch jemand vielleicht irgendwie Hilfe braucht. Irgendein Wasser können wir auch noch trinken. Oh, guck. Da liegt
wieder was rum. Verlorene Lieferung. Leinengewebe. Ich habe übrigens noch ein paar Sachen zum Verkaufen dabei. Das könnten wir eigentlich auch noch gleich tun. Hier ist auch ein schönes Fleckchen, ne? So schön direkt am See. Auch am Fluss. Schön. Hätte ich auch gebaut. Es gibt so schöne viele Spots, wo ich bauen würde. So, passt mal auf. Ist hier, ich habe übrigens noch zwei neue Häuser auch zu Hause angefangen. Die sind aber noch nicht fertig. Aber wir müssen natürlich sehen. Odo. Mach's gut, Odo. Was kannst du denn gut? Oh, du könntest dich um die Hühner kümmern, hm? So, gibt's denn hier niemanden, der was verkauft? Doch, Amanda. Die Frau von Wolrad. Hallo. Hallo. Ich hätte hier ein bisschen was zu verkaufen. Du hast zwar nicht so arg viel Geld, aber... So, habe ich hier irgendwas? Ich kann ja hier auch mal einfach ein bisschen sortieren, ne? So, den Kirschwein würde ich gerne verkaufen. Zack. Den Met würde ich gerne verkaufen. Zack. Und schon hast du kein Geld mehr. Ich hätte nämlich hier auch noch ein bisschen... habe ich nicht noch Fackeln dabei? Ach nee, die habe ich wieder weggelegt, ich Held. See you soon. So. Wir haben hier noch Alwins Geschichte. Warte bis zum nächsten Sommer, das haben wir schon. Die Dynastie lebt fort, habe einen Erben, da arbeiten wir dran. Habe ich nämlich gesehen, wenn wir hier in der Verwaltung sehen, ist Gozimira schwanger. Das scheint das Zeichen für schwanger zu sein. Sehr schön. So. Trinkschlauch haben wir auch dabei. Okay. Aber sonst kann man hier niemandem mehr was verkaufen, ne? Doch, Raimond da vorne. Wo ist denn Raimond? Hab ich den eben gesehen? Hä? Ach, der ist da drin. Dann kann ich ihn hier draußen lange suchen. Warum steht ihr denn alle hier drin? How have you been? I've been a vendor since before you could walk. Zeig mir deine Waren, bitte. So, hier verkaufen wir auf jeden Fall noch die Pulle Met. Mehr habe ich leider nicht dabei. Aber wir sind schon wieder bei knapp 2000. Das sollte ausreichend sein. Okay. Also, dann machen wir uns auf den Heimweg. Oh, eben bin ich erschrocken. Was haben sie denn da noch stehen? Ist das die Scheune? Nee, das ist eine Jagdhütte. Und was bauen die hier Schickes an? Roggen. Scheint Roggen zu sein. Die Jagdhütte. Geneigt. Wird hier zum Dieb. Gelegenheit macht Diebe, ne? Geneigt, das mitzunehmen. Machen wir jetzt auch. Dafür, dass uns Wolrad so veräppelt hat mit den 1000 Baumstämmen, nehmen wir das jetzt mit. In Ordnung. So, lasst uns mal in Baritza noch vorbeischauen. Wenn wir schon hier sind. Es ist auch gar nicht weit von uns weg hier, die drei Ortschaften, ne? Das ist eigentlich richtig gut. Ich möchte nämlich vielleicht meine Skillung... Ich möchte nämlich meine Skillung noch ein bisschen verbessern, was Jagen angeht. Entschuldigung, Lux. Ist auch sowas, Katzen, ne? Gehen eigentlich gar nicht. Dass man die... Ich bin ein absoluter Katzenliebhaber. Alles, was unter die Katzenart fällt, liebe ich. Aber wir müssen halt hier, ich meine, das ist ein Spiel, ne? Darf man nicht vergessen, aber ich mach's ungern, bin ich ehrlich. Ich mach's wirklich ungern. Die richtige Richtung? Ja. Da müsste jetzt Baritza kommen. Da können wir auch nochmal schauen, was wir da kaufen können. Ich kann mir das alles irgendwie nicht merken. Können wir hier ein bisschen querfeldein laufen? Ja, mal.
Maritza, was hatten wir denn da gekauft? Da waren wir doch schon mal einkaufen, oder? Wo haben wir schon wieder? Wieder 17 Uhr. Gucken wir mal, was wir bei denen kaufen können. Warum sind die denn alle da drin? Scheint ein Bug zu sein. Zeig mir deine Waffe. Ach genau, bei ihr kann man Klamotten einkaufen. Was kostet denn der Spar? Oh, das ist teuer, ne? Da hätten wir auch einen großen Rucksack haben können hier bei ihr. Da hätten wir gar nicht so weit laufen müssen bis da runter. Sehe ich eben gerade. Aber gut, Ziel ist es natürlich, das auch alles... So, Flachs, Flachshalm. Wird aus Flachs auf den Dreschboden schon hergestellt. Wird zur Herstellung von Leinengarn. Ich nehme es mal mit. Have a good day. Hail, friend. Only the best products. Ah, okay, du bist hier. Okay. Goodbye. In Ordnung. So. Dann lasst uns nach Hause gehen. Der Vogel war zu schnell. Wir müssen jetzt hier einfach nur über den Berg. Und dann sind wir schon zu Hause. Das ist recht nah. Das ist richtig gut. Der Spot, der ist richtig, richtig gut. So, dann gilt es natürlich für uns, da unten unsere... Komm, nehmen wir mit. Mal, da liegt's. Das ist schöne Kalifornien. Ach, es ist schön. Da hinten mit den Bergen. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber das erinnert mich so ein bisschen an da, wo ich herkomme. Da sieht es tatsächlich so aus. Schön. Ich bin froh, hier zu leben. Leben zu dürfen. Wo ich lebe. So, wir sind wieder zu Hause. Hier müssen wir natürlich auch noch ein bisschen schick machen dann. Den Weg hier hoch, Kräuterhütte. Und da können wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr Platz zwischendrin lassen, zwischen den einzelnen Gebäuden, ne? So wie ich das sehe. Das ist jetzt alles so ein bisschen eng zusammengeknallt. Da können wir durchaus ein bisschen Platz zwischen reinlassen. Gut. Also, was haben wir denn? Wir können jetzt erstmal in die Näherei gehen noch. Und ihr seht, hier habe ich schon mal angefangen, zwei neue Wohnhäuser hinzusetzen. Die müssen wir natürlich noch fertig bauen. So. Da haben wir noch Bronzebarren drin. Da möchte ich aber gar nicht hin. Ich wollte eigentlich darüber. Tut mir leid. Hier möchte ich hin. Und zwar möchte ich... Leingarn machen. Es ist schon teuer. Ne? Es ist schon teuer. Wie viel Leingarn haben wir denn jetzt da rausbekommen? Ein Leingarn. Es ist schon sehr, sehr teuer. Da müssen wir echt definitiv... Also da brauchen wir fast ein eigenes Flachsfeld. Nur ein Feld für Flachs. Anders wird es gar nicht gehen. So, den Bogen legen wir mal hier rein. Eine Fackel behalten wir. Den Flachshalm legen wir hier rein. Fleisch kommt oben rein, Leder kommt hier rein, das kommt hier rein, Leingarn kommt hier rein, Leinengewebe kommt hier rein, den Pelz, den Stein legen wir rüber, die Pfeile behalten wir mal, Holzhammer reicht auch, ja passt, gut, dann würde ich fast vorschlagen, wir gehen dann schlafen. Und was mich auch ein bisschen wundert ist, ich habe hier die ganze Zeit Pilzsuppe eingestellt. Aber irgendwie entweder essen unsere Bewohner wirklich so viel, wir haben hier keine Pilzsuppe übrig. Das ist irgendwie ein bisschen dubios. So, was brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ich möchte gern diesen Kompost bauen, ich bin ehrlich. Den Kompost will ich auf jeden Fall mal abchecken. War das nicht hier? Hier war das Behältnis, oder? Nee. Hier. Da brauchen wir 4 Holzstämme. Guckt mal, und die setzen sich hier hin, Leute. Das finde ich richtig schön. Das ist richtig gut. Die knallen sich hier wirklich hin und machen das Feuer schön an und sitzen dann hier. Richtig gut. Müssen wir noch ein paar Holzstämme hinstellen, dass sich da jeder hinsetzen kann. So. Holzstamm.
Was brauchen wir? 4 hatten wir gesagt, ne? Bestätigen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Komposthaufen. Und den würde ich gerne, den brauchen wir ja da unten. Also würde ich ihn gerne in die Scheune oder in die Nähe von der Scheune stellen. Machen wir jetzt mal noch. Und wir haben nämlich so viel Fleisch. Reicht so, dass wir noch einen zweiten daneben kriegen, wenn wir sehen, das taugt. So, und jetzt lege ich da mal, das möchte ich jetzt ausprobieren, dann lege ich da jetzt mal Fleisch rein. Ja, wenn du schon hier bist, kannst du gleich einen Schluck trinken. So, guck, da sitzen sie jetzt. Und unterhalten sich. Oh, das ist richtig schön. Den machen wir das hier noch richtig schön. Da kommen noch schön Bäumchen hin. Und dann vielleicht Bänke, dass die nicht nur auf so einen Hockern sitzen müssen. Freue ich mich schon drauf, das wird richtig gut. So. Fleisch, guck mal, wir haben hier... Ich nehme das alles mal mit. Das gebratene Fleisch nehme ich noch mit. Speisemorchel, da können wir auch mal die Hälfte mitnehmen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Weil ihr seht, wir haben jetzt noch 2 Tage im Frühling, dann wird es Sommer. Und dann sollte ja das Fleisch eigentlich dann zu Kompost bzw. zu Dünger werden. So, das legen wir hier mal rein. Ist hier gar nicht mehr rein. Nee, tatsächlich, es passen hier nur 150 rein. Ein Nahrungsmittel, ja gut, ein Nahrungsmittel mit Hilfe des Messers zerlegt, das ist klar. So, jetzt ist der voll. Und jetzt bin ich dann mal gespannt, wie viel Dünger wir da auch rauskriegen. So, ansonsten habe ich hier, genau das wollte ich euch noch zeigen, ich habe den Roggen mal geerntet. Der war schon erntereif. Und da haben wir jetzt auch wieder genügend Samen übrig. Roggenkorn, und der wird im Herbst ausgesät, sodass er im Frühjahr erntereif ist. Das heißt, da müssen wir dann auch ein eigenes Feld machen. So, ansonsten hier ist noch nichts mehr eingepflanzt. So, und die Plantage Hopfen, der wächst auch vor sich hin. Da müssen wir dann halt mal schauen, was wir mit dem Hopfen machen. Ich denke mal, dann kann man später wahrscheinlich Bier brauen, aber momentan können wir da noch nicht viel mitmachen. Wäre halt sehr schön, wenn der Hopfen sich teuer verkaufen lassen würde. Die Eierproduktion ist auch angelaufen. Ach, guck mal, jetzt sitzen sie da drin. Da ist wieder ein Ei. Und Federn. Und noch ein Ei. Ach, Henne, das macht... Schade, dass ich dich nicht umbenennen kann. Ich würde dir glatt einen Namen geben. So, okay, dann haben wir das. Jetzt, genau, lasst mich nochmal kurz reingucken. Und zwar Kompost. Ein Möbel kompostiert Nahrungsmittel nach nur einem Jahreszeitwechsel zu verdorbenem. Und aus verdorbenem können wir dann... Genau, da brauchen wir... Wir brauchen 10 Verdorbenes für Dünger. Allerdings weiß ich auch nicht, wie viel Dünger dann da rauskommt. Aber das wäre natürlich die Art und Weise, wie wir uns jetzt hier unseren Dünger herstellen können. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Wunderbar. Gut, gehen wir schlafen. Und dann würde ich sagen, brechen wir auf zu Unigost. Mal mit dem hellen Mond da hinten. Oh, ist das schön, oder? Guckt euch das Bild an. Oh, das ist richtig herrlich. Da sitzen sie jetzt schön, laue Frühlingsnacht, genießen vielleicht ein Bier, haben ein bisschen Fleisch auf dem Lagerfeuer liegen. Schön. Die Grillen zirpen. Ach, es ist schön gemütlich. So. Ihr seht's, ne, unser Haus hat jetzt einen Kalkanstrich bekommen. Dachte ich mir wegen unserem Kind, was bald kommt, dass es das schön warm hat. Und hier unten habe ich das Haus mit Tonbewurf fertig gemacht. Ansonsten sind wir gerade dabei, ein bisschen mehr Ton zu organisieren. Da können wir auch nochmal kurz reingucken, bevor wir uns schlafen legen. Denn ich habe eingestellt, dass die ein bisschen mehr Ton suchen sollen oder holen sollen. Da haben wir auch schon wieder 15. 10 Tonbewurf haben wir noch.
Müssen wir jetzt ein bisschen sammeln lassen und dann kommen die anderen Häuser selbstverständlich auch noch dran. Gut, so, dann würde ich sagen, wir gehen mal schlafen. How can I help you? Willst du etwas zum Knabbern? Probier das mal. Ein Apfel, das weiß ich zu schätzen. Oh, die ist aber lieb, oder? Die ist lieb. Wie steht es in unser kleines Königreich? Bisher scheint es problemlos zu laufen. Mach's gut, meine Lü. Ich mach uns hier mal ein bisschen ein Feuerchen, ne? Ist ein bisschen dunkel hier drin. Kann ich hier eigentlich... Hier kann ich dann... Kann ich hier nicht dekorieren bei uns zu Hause? Anscheinend nicht. So, dann gute Nacht. Schon haben wir wieder Morgen. Ein neuer Morgen im Paradies. Wunderbar. Wir organisieren uns was zu essen, beziehungsweise haben wir ja schon. Wir haben nämlich gebratenes Fleisch. So, das reicht aber nicht wirklich. Da müssen wir uns nochmal eine Kleinigkeit holen. Können aber bei der Gelegenheit den Apfel gleich mal hier reinlegen. Wir sind ja nicht so. Fleisch hier rein. Das ist ein bisschen komisch, dass wir hier tatsächlich keine Pilzsuppe, also sie produziert da unten Pilzsuppe ohne Ende. Aber irgendwie kommt da irgendwie hier bei uns nichts an. Das ist ein bisschen schade. So, wir nehmen uns das Trockenfleisch aber mal mit. Dann gucken wir noch, was wir verkaufen können. Ich glaube, wir haben hier drin noch eine ganze Menge Fackeln. Oh, mal Bogen. Die produziert Bögen ohne Ende. Dann nehmen wir uns gleich zwei Bögen mit, die können wir auch verkaufen. Bretter haben wir momentan richtig viel. Eimer lassen wir mal. Einfache Fackel. Lassen wir auch erstmal. 17 Fackeln, guckt euch das an. Die können wir auch gleich verkaufen. Ich glaube, die bringen auch gutes Geld. Holzlöffel, Holzschalen. Holzstamm, das passt. Kalkstein organisieren sie auch wieder. Leder haben wir genug. Leinengarn. Pelz haben wir genug. Das wird ja dann auch alles verarbeitet. Eine Steinsichel habe ich natürlich gebaut. Stöcke. Da müsste halt mal wieder ran. Aber gut, dann haben wir jetzt hier erstmal eine Kleinigkeit zum Verkaufen. Gut. Vorher essen wir aber nochmal was. Und dann gehen wir los zu Unikus. Sehr schön. Ich freue mich schon auf die Ernte hier. Freue ich mich sehr drauf. Und daneben dran können wir definitiv auch nochmal ein Feld machen und dann eben beim Schweinestall, den wir auch noch fertig bauen müssen. Da muss dann natürlich auch noch ein Feld hin. Ja, wobei vorm Schweinestall. Ich denke, hinterm Schweinestall macht es wenig Sinn. Wenn die Schweine da alles umwühlen, dann brauchst du da kein Feld hinmachen. So. Ein zügiger und aufs Reittier natürlich. Auf ein Reittier freue ich mich auch sehr. Wenn wir dann hier nicht mehr wirklich so rennen müssen. Dann ist das sicherlich sehr angenehm. So, mal wieder die Augen aufhalten hier auf dem Weg, ob da wieder eine Weinpulle rumliegt. Die lohnen sich nämlich wirklich zu verkaufen. Ne, da liegt diesmal nichts rum. Mal hier irgendwas am Ufer liegen. Da könnten wir jetzt mal das Ufer entlang laufen, weil da liegen oftmals auch Sachen. War mal viel zu selten, dass man hier am Ufer entlang läuft. Könnte es die ganze Zeit machen, hier schön rumlaufen und diese Atmosphäre genießen, die dieses Spiel bietet. Das ist schon der Hammer. So, die Beeren sollten ja demnächst dann auch wieder verfügbar sein. Noch können wir sie nicht sammeln, weil sie nicht reif sind. Ich glaube aber, das ging in der vorherigen Version, wenn ich mich richtig entsinne, ging das, dass man die Beeren unreif ernten konnte und konnte sie dann quasi reif verkaufen. Beziehungsweise die sind nachgereift. Hier was drin? Nö. Das hatten wir auch schon ausgeräumt hier, ne? Ja. Aber ich weiß eben nicht, ob das mit den Beeren immer noch funktioniert. So, wir sind wieder zurück in Kostovia. Jetzt bin ich gespannt, was Unikos zu erzählen hat.
Ach, Moment, wir haben hier unseren Trinkschlauch noch. Ich fülle den jetzt nochmal. Vielleicht. Einried möchte ich nicht. Ich möchte hier Wasser. Und zwar, vielleicht können wir dann die Quest doch abschließen mit ihm. Da sind 4 Wasser drin. Also 4 Einheiten Wasser. Sollte ja dann ausreichend sein. Also eigentlich. Da läuft uns schon entgegen der Unikos. Dich haben wir gesucht. Hallo, mein Junge. Hallo, Unigost. Lange nicht gesehen. Aber wirklich, Rasimir. Wie ist es dir ergangen? Großartig. Ich habe kürzlich Wolrad getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Jordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Das stimmt. Ehrlich gesagt, ist es das auch der Grund, aus dem ich hier bin. Ich wollte dich nach Kestrel fragen. Oh, also hast du von ihr gehört? Ja. Wolrad hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Diese Geschichte muss jemand anders erzählen, hat er gesagt. Unigost? Das ist sehr seltsam. Warum er das ausgerechnet so sagt? Wirklich seltsam. Kess, ich meine, sie gehörte zur Meute und das war's auch schon. Du klingst gerade wie ich, als ich stockbesoffen versuchte, meinen Eltern weiszumachen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige. Ich war einfach nicht auf diesem Thema vorbereitet. Sie, ihr Thema. Weißt du, Kestrel war... ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Jordan, Sambo und ich, wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand, Reinfall. Kurz gesagt, wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung, auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf die elegante Art zu versuchen, also entschieden wir, uns einfach ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Jordan stürzte aus dem Sattel. Sambo trat mit aller Kraft die Hacken in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt. Und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen. Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte, und dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Sie hat auf ihn geschossen? Ohne zu zögern. Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was? Warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es je geschafft hatte, Jordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Ziemlich sicher. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde und Jordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehten Sambo und ich sie geradezu an, sich uns anzuschließen. Als wir ihr unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einem Fremden gegenüber getan hatten, stimmte sie zu, ohne Zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das ich je gesehen habe, das es je gegeben hat. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie. Sie hatte niemanden sonst. Und Familie lässt man nicht einfach so zurück. Es waren 5. Manche würden es Zufall nennen. Andere? Schicksal. Das 5. Pferd war für Wolrad, nicht wahr? In der Tat. Sein Name war Klette. Ein Name, der nicht besser zu einem zukünftigen Besitzer hätte passen können. Klette fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Die beiden wurden unzertrennlich. Das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Jordan mochte sie von Anfang an nicht besonders. Das muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn je so verunsichert gesehen habe. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinen Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ja übel. Zumindest für eine Weile, denn bald ergab ein das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter.
Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Jordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war bewundert zu werden. Und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar, Kestrel und Jordan? Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft, aber beginnt die Liebe nicht oft so? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht, konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuen Spiel. Einer Liebesbeziehung. Selbst Sambor wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kestrel. Jordan wurde dieses Spiel so bald müde wie alle anderen, also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen anderen Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kestrel geheim zu halten zu müssen. Es tat weh, das mit anzusehen, wirklich weh. Besonders weil ich sie beide so sehr liebte. Du liebst sie wie deine Familie, Rasimir. Ich liebte Kestrel. Und vor dem ersten Moment an, in dem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen und mein Leben in Jordans Schatten hatte das noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen. Also habt ihr Jordan betrogen? Nichts ist jemals einfach schwarz-weiß, lieber Rasimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wirst. Wir bewegen uns alle innerhalb unendlich vieler verschiedener Graustufen. Aber ja, es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um seine schmutzigen Geheimnisse zu wahren, während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin. Doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren. Und sie konnte sich nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Unigost. Es klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Alles ging bergab, als sie schwanger wurde. Ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtwissen brachte mich fast um den Verstand. War Jordan der Vater? Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine und ich würde es nicht großziehen, stattdessen als mein Onkel bei ihm leben? Eine Lüge leben wie ein Feigling? Die finsteren Gedanken gingen mir in diesen Momenten durch den Kopf. Ich gebe mir noch immer die Schuld deshalb. Habe ich mir etwa insgeheim sogar gewünscht, dass es passiert? Dass was passiert? Das Kind kam tot zur Welt. An jedem Tag wollte ich mit ihm sterben, doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich von so etwas erleichtert? Als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts als ein Dreckskerl. Ein Dreckskerl, der seinen ganzen eigenen Grund zur Trauer hatte. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kestrel zurück. Und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an einem Tag. Alle verzehrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Unigust, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast. Was ihr alle durchgemacht habt. Es gibt nichts, was dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klar zu machen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Unigost. Du hast gesagt, dass es euch alle in diesem Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir. Also ich habe sie nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambor es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Rasimir, wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich... Nein, sag nichts. Gib Acht auf dich. Wow, die Geschichte nimmt ja eine Wendung. Okay, das heißt für uns wohl zurück zu Sambor. Jetzt gucken wir aber erstmal, wo hier der Edwin ist. Edwin. Hast du es? Ja, ich habe Wasser dabei. Danke. Das wird mir bei meiner Arbeit helfen. Hier, das ist für deine Mühen. Danke, schönen Tag noch.
95 Münzen. Wunderbar. So, haben wir unseren Trinkschlauch noch oder hat er jetzt... Oh, wir haben ihm tatsächlich unseren Trinkschlauch gegeben. Und ein neues Gebäude freigeschaltet. Jagdhütte 2. Wunderbar, da können wir gleich mal reingucken. Jagdhütte 2. Oh, wir kriegen einen Recurve-Bogen. Mittleres Fischern. Elch-Trophäe. Schaffellteppich. Okay. Na gut, das sind dann eher so Dekorationsgeschichten, ne? Oh, Gänse. Gibt's auch Gänse? Was kostet denn so ein Gänseküken? 650. Oh, das wäre aber günstig. Im Vergleich zu den anderen Tieren. Sollten wir ja direkt mal schauen. So, gibt's denn hier noch was? Ja, hier, guck mal, hier sind noch Quests. Lasst uns mal schauen, wer hier vielleicht noch Hilfe braucht. Ach, aber wenn wir hier gerade mal sind, können wir direkt noch was verkaufen. Adelina. Hallo. Zeig mir deine Waren. Oh, die hat auch leckere Sachen da, guck mal. Mm. So, aber ich würde dir gerne erstmal... Oh, die Fackeln bringen auch richtig Geld. Ein paar Fackeln verkaufen. Und wie sieht's denn mit den zwei Bögen aus? Die bringen gar nicht so viel Geld. Aber wir produzieren sie und dementsprechend können wir sie auch verkaufen. So, sehr schön. Ob wir unsere Küche auch so verputzen können? Mit dem Ton, das müssen wir ausprobieren. So, wo waren denn jetzt die Leute, die hier... Da ist er. Steht hier draußen noch jemand? Alvin. Zu dir muss ich im Sommer wiederkommen. Mhm. Aber hier waren doch, aber guck mal. Hier muss noch irgendwo, hoppla, falsche Taste. Hier muss noch irgendwo einer sein, der eine Quest hat. Hier. Idopromira. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich bin durstig, aber mir fehlt die Hauptzutat für mein Lieblingsgetränk. Beeren. Wärst du so nett und suchst welche für mich? Klar. Beerensaft. Unreife Beeren, 16 Stück. Das machen wir doch fix noch, Leute. Die wachsen doch hier überall. Na, wenn das nur so einfache Aufgaben sind, dann ist es doch überhaupt gar kein Problem. Haben nicht hier am... Ja, guck mal. Ich wollte doch schon sagen, hier am Eingang wachsen doch welche. Zack, 16 Stück. Schon haben wir's. Das liegt da. Ach, das war ein Stein. Eben dachte ich schon, da war was, was wir übersehen haben. So, wo ist sie denn jetzt? Ach, hier steht sie. Das ist so hoch gewachsen hier, der Roggen. Der Farbe deiner Hände nach zu urteilen, werde ich nicht mehr lange durstig sein. Du hast scharfe Augen. Hier sind die Beeren. Vielen Dank. Das ist für deine Mühen. Bis zum nächsten Mal. 4 Äpfel bekommen. Wunderbar. Und dann war doch hier... Und hier muss noch jemand sein. Vielleicht hier der Kuh. Was kostet denn du? Du kostest doch bestimmt 3.900. Ja, du bist ja auch ein stattlicher Bulle. Das kostet eine Kuh 3.900. Be welcome, stranger. Only the best products here. Immer mit saurer Milch, Tierfutter und Dung. Okay. Have a good day. Also irgendwo muss ich hier noch jemand befinden, der... Oder ist das Alvin? Was kostet denn hier ein Kälbchen? 1.950, das geht ja. Nee, hier ist noch jemand. Hier drin. Greetings, Stranger. Die Editor. Kann ich dir bei etwas helfen? Hm, ich könnte wirklich deine Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Natürlich würde ich dafür bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren, aber unsere Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Ich bin gleich wieder da. Münder zu füttern. Okay, und was müssen wir für sie besorgen? Fischfilet und Fleisch.
Ui, da spielt er. Können wir bei dir Fischfilet und Fleisch kaufen? Whatever you need, I've got it. Fischfilet? Wie viel wollte sie? Have a good day. Ja, Moment, geh nicht weg. Ich muss nur schnell nachgucken. Fischfilet 1 und 5 Fleisch. Hello there. Ein Fischfilet hätte ich gerne. 5 Fleisch hätte ich gerne. Das war's schon. Goodbye. Vielen Dank. So, dann bringen wir ihr doch mal. Zack. Ich sehe, du hast, was ich brauche. Dieser Beutel mit Münzen gehört dir. Ja, ich denke, das sollte alles sein. Eine faire Bezahlung für eine leichte Aufgabe. 60 Münzen. Wunderbar. Super. Dann haben wir die Geschichte auch. So, gibt's jetzt hier noch irgendwas? Ne, jetzt haben wir in Gustovia, haben wir jetzt alles soweit weg. Das bedeutet für uns, wir müssen als nächstes zu Sambor. Und das würde ich vorschlagen, machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir zu Sambor gehen. Ich werde bis dahin wahrscheinlich auch unsere Häuser dann fertig gebaut haben. Unsere zwei Häuser, die noch angezeichnet sind. Und dann haben wir auch die Möglichkeit gleich, wenn wir hier oben zu Sambor müssen, ne, können wir auch gleich hier weiterlaufen und können mal nach neuen Mitbewohnern Ausschau halten. Denn wenn wir uns die Statistiken angucken, haben wir genug Nahrung, wir haben genug Wasser, wir haben genug Holz. Von daher können wir es uns auf jeden Fall leisten, noch den einen oder anderen ranzuholen. Und wir brauchen ja auch noch Mitarbeiter. Und zwar die Jagdhütte zum Beispiel. Da können wir noch einen reinpacken. In die Fischerhütte. Na, da kann nur ein Lehrling rein. Aber wir brauchen ja hier dann zum Beispiel. Die Scheune und der Feldschuppen müssen besetzt werden. Dann haben wir hier den Schweinestall, der über kurz oder lang besetzt werden muss. Wir haben die Näherei. Wir haben die zweite Werkstatt, die besetzt werden muss. Was ist bei ihr? Kein Material, sagt er. Für den Holzhammer. Ja, dann lass den Holzhammer mal weg. Produzierst mal die anderen Sachen hier. Steinhacke, Steinmesser, Fischspeer und Bögen. Was brauchst du denn für Bogen? Ach so, den Leingarn, ja. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall Bedarf und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, wenn dann die Ersten in unserem Dorf auch schwanger werden, dann fallen uns ja Arbeitskräfte weg. Die müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Das bedeutet, es gibt einiges zu tun, wie immer. Aber dazu dann in der nächsten Woche. Ne, in der nächsten Folge natürlich. Jetzt war ich hier gerade ein bisschen abgelenkt. Eine Eisenhacke. Zack. So einfach ist es manchmal. Ich darf mich bei euch bedanken fürs Einschalten in dieser Folge wieder. Würde mich über einen Daumen freuen, wie immer. Würde mich natürlich auch über ein Abo für diesen Kanal freuen. Auch wie immer. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge Medieval Dynasty wieder mit dabei wärt. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.